Hallo, meine Lieben. So, ich habe jetzt mal umgeräumt, habe mir es bequem gemacht und habe eine Reihe vorsortiert. Und zwar habe ich hier die auf der dritten Seite, ihr seht es vielleicht hier, sieht man das? Habe ich so Striche gemacht. Nee, das muss ich auf der anderen, nee, so rum. Hier ist die erste Seite. Da habe ich mit dem Kuli hier geschrieben, weil das überstickt man ja eh, ist ja egal. Erste, das ist jetzt die erste Seite, zweite Seite und ich bin jetzt hier unten bei der Stufe, bei der dritten Seite. Da habe ich dann hier vorsortiert und habe es dann abgemarkert. Genau, und jetzt können wir zusammen mal eine Runde sticken. So. Das kommt weg, das brauche ich nicht. Jetzt muss ich gucken, dass ihr auch schön im Bild seid. So, nee, so. Seht ihr das? Ja. Genau, so ganz seht ihr es nicht, ne? Ich kann es aber auch nicht näher her machen. Es geht nicht. Moment mal, ich muss euch gerade. Oh, geht doch. Aber ich bin sehr, sehr eingeschränkt. Geht das? Ist das noch? Ich bin noch im Bilde, ja? Ich glaube schon. Ach, Sticken dauert, also Perlensticken dauert immer ewig. Oder länger. So, fangen wir mal an. Ich muss jetzt an mein Brettchen, da habe ich jetzt. Ihr seht, ich kann die dann loslassen, wenn ich sie drin habe. Und schon wieder die alten Oma-Hände. Meine Güte. Nicht drauf gucken. Na, ihr seht es sowieso nicht richtig, glaube ich. Nee. Das mit dem Perlenstick mit mir, das wird nichts Richtiges. Ich halte dann hier immer den Faden fest, wo ich die Perle drin habe und ziehe das so ein. Nicht. Ich muss anderen Blickwinkel muss ich finden, ne? Ja, ist ja jetzt gut, Tanja. Wir sind jetzt hier und zeigen das kurz und anders geht es halt jetzt nicht. So, ja, wir sind aber auch ein paar komische Leute. Wir haben jetzt untereinander haben wir jetzt da wieder was ausklamüsert. Ja, und zwar. Weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf oder noch nicht. Ich glaube, Kitty erwähnt es bestimmt auch mal in ihren Videos. Dass wir ein Gemeinschaftsprojekt starten. Da sind wir zu dritt. Das wird ein Sampler werden. Der wird aber nebenbei gestickt. Also so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Die Regel, also wir ändern das vielleicht auch noch ab. Ist jetzt erstmal so in der Planung. Wir haben jetzt eh noch nicht alles. Wir warten da eh noch drauf, bis alle Sachen da sind. Und genau. Ansonsten, es war jetzt nur mal von der Leber weg. Einfach mal so gepetzt, ne? Ja. Seht ihr das? Seht ihr das? Ja, ich kann so auch nicht sticken. Das ist überhaupt kein Zustand. Normalerweise habe ich auch ein größeres Kissen, so ein großes Couchkissen. Und ja, also ich, wie gesagt, ich muss auf der Couch sitzen. Oh. Guck mal, da einer guckt, die passt gar nicht durch. Das kommt ganz selten vor. Das ist, glaube ich, der Pimmel, ne? Ja. Den muss ich erneuern. Neue. Also es kommt ganz selten vor, dass ich mal eine habe, die nicht passt. In die 28er Nadeln passt eigentlich alles. Und so mit so langen Nadeln kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich habe das ja mal probiert mit diesen. Na. Big Eye Needle heißen die, wo du kein Öhr hast. Ja? Wo du einfach nur den Faden da so reinpackst. Die sind aber so,
wackelig. Also die sind so, bin noch ein Bild. Ja. Die sind so biegsam. Und ja, also da gab es Krämpfe in den Fingern, das ging überhaupt nicht. Das konnte ich dann überhaupt nicht machen. Nee. So. Ich muss ab und zu mal hier aus dem Bild, weil ich die Perle holen muss, ne? Ihr seht es nicht, ne? Es tut mir leid. Na, ich denke, vom Perlensticken wird es nicht so oft Stick mit mir es geben. Weil ihr es eh nicht seht. Naja, dann hab ich halt mal ein Perlenstick-Video gemacht. Das ist die Hauptsache. Na, so, jetzt habe ich wieder zwei. Genau. Wartet mal, ihr seht es doch eh, ne? Dann kann ich es doch auch noch mal so ein bisschen weiter weg machen, oder nicht? Ja. Also ich weiß nicht, wie das Rita macht und wie das Kitty oder so, dass die so nah da dran können. Das kann ich gar nicht. Ich kann das nicht so weit ranholen. Ich muss auch immer gucken, dass ich noch im Bild bin. Es gibt aber eine eckige Kugel. Ich hoffe, ich habe jetzt Momente mal. Ich muss gucken. Passt. So, jetzt habe ich hier vier schwarz. Und da halte ich hier den Faden fest und ziehe den Stoff ein bisschen an. Dann komme ich richtig schön drunter. Also ich habe noch keinen Faden am Kissen festgenäht. Ist mir noch nicht passiert. Na, also ich benutze alle fünf Finger. In die Finger habe ich mich schon gestochen. Ja, das ist schon passiert, aber da hat dann die Nadel gedacht, der Daumen ist eine Perle. Ja, es war nicht so toll. So, jetzt habe ich das Wochenende frei. Ich habe jetzt 3 Tage Frühschicht gehabt. Die 2 Tage jetzt, die genieße ich, weil nächste Woche habe ich 6 Tage Woche. Habe ich sechsmal, nee, ich hab 5 Frühschichten und eine Mittelschicht. Ja. Also, man kommt doch nicht zu den Dingen, die man machen möchte zwischendurch. So, seid ihr noch da? Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Perle vergessen. Das sehen wir dann immer, wenn hier der Strich erreicht ist. Genau, dann weiß ich immer, Reihe ist fertig. Dann kommt es auch mal vor, also es kam vor, dass ich vergessen habe, also dass ich gesehen habe, dass ich mich verstickt habe, dass da eine Perle fehlt. Ja. Meine Güte, ich habe das dann so gelassen. Wenn es nicht an der wichtigen Stelle war, habe ich mir gedacht, nö, jetzt muss ich echt mal gleich gucken. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob diese Blase hier, dieses runde Teil, wirklich so eckig ist. Schauen wir mal. Ja, das ist. Das ist diese hier. Genau, diese kleine Kugel, die ist hier an der Seite eckig. Ja, passt. Das habe ich schon gedacht. Genau, also nee, nicht von da darf ich nehmen. Von da muss ich nehmen. Das fängt schon an. Ich habe mir da auch Pfeile, dünne Pfeile hingemacht. Als ich noch Seide rechts, von links nach rechts und rechts dann nach links gestickt habe, habe ich mir immer noch Pfeile hingemacht, auf diese Matte geschrieben, damit ich es ein bisschen einfacher habe. Aber
Ja, ich habe mich dann trotzdem verhaspelt und dann, ja, seitdem sticke ich eigentlich nur von links nach rechts rüber. Das ist so meine Lieblingsrichtung. Ich glaube, die hat jeder. Ich mag nämlich von unten nach oben einstechen. Von oben nach unten ist so jetzt nicht so mein Ding. Weil dann muss ich den Stoff so nehmen. Moment mal. Da muss ich den Stoff so nehmen. Und das brauche ich nicht, wenn ich Moment. Wenn ich von unten nach oben einstich, brauche ich das nicht, weil ich den. Ich, seht ihr das denn? Ich ziehe den Faden, das hebt den Stoff und dann kann ich wunderbar unten reinstechen. Genau. Also ich habe super vorsortiert, Tanja, das hast du toll gemacht. Oh nein. Genau. Wo war ich denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Vergessen, ne? Ich glaube, ich habe Kurzzeitgedächtnis. Nee. Ja, ich kann, manchmal ist es so, ich erinnere mich an Dinge, die vor 10 Jahren waren, 5 Jahren, 20 Jahren, aber was vor 5 Minuten passiert ist, das ist immer ganz schwierig bei mir. Ja, so ist das halt manchmal, ne? Naja, gut, also jetzt haben wir eine Reihe gestickt. Schwupps, eine Reihe fertig. Genau, und ich würde jetzt hier nämlich die Seite so lassen, wie sie ist, und dann hier die Stufe fertig machen. Genau. So ist der Plan. Dann bin ich da hier oben irgendwo. Das würde ich jetzt machen. Und ja, ihr habt es jetzt gesehen. Ich schwenke euch noch mal kurz hier rüber. Da steht mein Brett. Oh, genau. Genau. Ja. Das war's eigentlich schon mit dem Perlensticken. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich euch da nicht näher ranholen kann. Ich hole mir mal ein paar Info, wie das funktionieren soll. Also ich kann das einfach nicht näher herbringen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Eventuell sehen wir uns ja mal, nochmal. Weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, Schwupsi.